Alter. So, raus hier jetzt. Hoffentlich kommt er jetzt nicht nochmal. Ey, Strom ist aus. Der hat echt tatsächlich Strom ausgeknipst. Oh, scheiße. Scheiße. Nein, ich will nicht. Ja, die Security-Tür ist jetzt total im Arsch. Was steht da hier? They lie. Sie lügen. Ha! Ich kann ja Englisch. Also. Ich bin wieder da. Und ja, wir hatten uns hier in den Security-Bereich, sind wir reingekommen. Wollten den Haupteingang öffnen, aber dann kam einer und hat den Strom ausgeknipst. Ja, und jetzt dürfen wir den wieder anschalten. Anders kommen wir hier anscheinend nicht raus. Ich melde mich später wieder. Und ich lasse den Scheiß jetzt hier an. Alter, ich hab so Paras. Da müssen wir anscheinend runter. Die Tür war doch vorhin noch zu. Alter, hier siehst du die Hand vor Augen nicht. Ich glaube, einen Herzinfarkt kriegen, wird mir da jetzt einer von hinten anspringen. Ja, ist klar, man sieht wieder nichts. Da kommen wir wohl nicht durch. Sind wir da durch? Neues Dokument. Merkulture-Programm, CIA-Dokument Nummer 190691. Erster Auszug an. Akte betreffend hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefhypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefhypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Punkt 2. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Ja, da hat man erstmal ein bisschen was zur Behandlung rausgekriegt. Das war so gesehen Mord unter Hypnose. Oh, Alter, so. Wir sind jetzt wohl hier in der Kanalisation oder was auch immer. Hallo? Alter, hier ist doch einer. Who's there? Who's there? Ey, hier ist doch einer. Was ist denn hier? Hallo?
Ja, nee, ist klar. Schalte die beiden Gaspumpen ein, betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Alles klar. Also, zwei Gaspumpen und ein Hauptgenerator. Tür ist zu. Alter, ich hab Schiss. Pump Room. Okay. Oh, Batterie brauchen wir ganz dringend. Okay. Hoffentlich sieht er uns nicht. Hier ganz schnell raus. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Weg, 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 weg. Ich will hier weg. Noch eine Batterie. Alles schlägt mich! Ich muss hier weg! Oh. Nein, lass mich in Ruhe! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh. Alter! Was bist du denn für ein dreckiges Arschgesicht? Boah. Da sind wir. Den Flurplan sollten wir uns mal echt einprägen. Alter, dieser Scheißpenner hat uns... Oh. Alter, nee. Der spinnt doch, ey. Ich will nicht mehr. Alter, ich hab so Angst. Boah, ey. Boah. Okay. Who's there?
jetzt nochmal auftaucht. Verstecken. Okay, dann. Der kommt ja dann immer, also mache ich das mal lieber. Alter. Alter. Hau ab, komm erst gar nicht. Da ist er. Alter. Komm, mach dich weg. Ah. Boah, ey. Da, boah, Alter, ich kann nicht mehr, Freunde. Ohne Scheiß. Boah. Dann komm, Alter. Nee, ich kann nicht mehr. Ey, der Typ, der macht mich bekloppt. Er jagt uns. Und was der da sagt, der hier ist keine Miezekatze. Oh, da drehst du durch. Da läuft er auch nicht. Ich muss wieder weg. Ich muss weg, 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 weg. Oh! Alter. Licht sparen. Boah, ey, Leute. Ich will nicht mehr. Holt mich hier raus. Da ist er. Alter. Oh nein, hau ab! Hau ab! Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg! Hau ab! Lass mich! Alter, hau ab! Ich komme nicht mehr weg! Hau ab! Scheiße! Fuck! Alter!
Oh, Freunde, ich kann nicht mehr. Boah, das kostet. Boah. Boah, ich kann nicht mehr. Boah, ey, der Typ macht mir Angst, ey. Ich kann heute Nacht nicht schlafen, ey. Wir haben schon 1 Uhr nachts. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Ich will nicht mehr. Oh. Oh, Freunde. Das Spielsack ist ja. Boah, ey. Boah. Ich mach hier erstmal Cut, Freunde. An den Typen muss ich. Den muss ich mich erstmal seelisch vorbereiten, ey. Okay. Dann schaltet beim nächsten Mal bei Outlast wieder ein. Wir versuchen hier beim nächsten Mal definitiv wieder hier den Strom anzustellen. Hier ist er noch an, aber da ist er aus. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Outlast. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wow. Ich bin fix so fertig. Ich brauch meinen Psychiater. Lieber Dr. Kuse, ich rufe Sie jetzt sofort an. Ja, bis dann. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß bei Outlast, wenn ihr es selber habt und zockt. Oder auch beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Euer Mucke.